Ach ja, Leute, liebt ihr es nicht auch, einfach vorm Kamin zu sitzen und schön vor dem Kamin sitzen und hier sich aufwärmen? Damit bin ich zu einer Folge Minecraft Apollo, hier zu der 31. Ausgabe von Minecraft Apollo. Ich habe hier einen Kamin mit Schiss und Bit gebaut und Leute, das ist kein Dings hier, das ist kein Block, das ist also alles Schiss und Bit, weil ich glaube, es gibt irgendwo, warte mal, das heißt Kamin auf Englisch, egal Leute, wisst ihr, so Platz und so, weil... das wollte ich mir nicht auch heute craften. Und genau, also es ist schon richtig cool, das Leute. Ich habe jetzt noch wirklich nicht wirklich einen Rauffang. Also, wie sagt man es in Deutschland? Ein Kamin, richtig? Oben am Dach. Aber das baue ich halt, wie gesagt, noch. Und ja, wie geht's eigentlich meinen. Wie heißt der? Fritz? Wie geht's Fritz? Franz, genau. Ah, hallo Franz. Das bin ich auch mein Manager. Jo, mai. So, nämlich wollte ich jetzt auch. So. Nämlich wollte ich jetzt auch noch verbessern, wie es Dings hier geht. Fritz, hallo Fritz. Weil ihr habt gesagt, Shiny Boxes könnten eventuell richtig viel drinnen haben. Und Jambags, ich weiß immer noch, ich könnte Kommentare schreiben, was die Jambags wirklich bedeuten oder was sie machen. Ich glaube, das ist irgendwie von so einem Mod oder so. Keine Ahnung. So. Oh, nein. Oh nein, jetzt bin ich irgendwie komplett runtergeflogen. Aufzug. Oh nein, wo ist der Aufzug? Oder wisst ihr was? Ich kann eigentlich. Ne, warte mal. Wisst ihr was? Eins. Aufzug, wie du. Ja, okay, komm schon. Hier wollte ich auch noch unten mehr oder weniger. Und jetzt habe ich mein T-Shirt rausgenommen. Wollte ich mehr oder weniger auch so eine Rezeption oder so bauen, mehr oder weniger. Aber ich weiß es nicht. Ha, mehr oder weniger. Und ja, so. Wo war denn der? Warte mal. Hier habe ich nicht auch geschrieben. Drei weiß ich noch nicht. Habe ich mal ausgelassen. Schnitzelraum, Wohnraum, Eingang, Fenerdraum. Fenerdraum ist 5. Warte mal, ist Fenerdraum 5? Ich weiß es nicht. Fenerdraum? Keine Ahnung. Ist Fenerdraum 5? Fenerdraum. Ich denke schon, oder? Hier ist Fenerdraum. Hä? Fenerdraum ist 4. Leute. Schnitzelraum. Mein Schnitzelraum. Warte, jetzt kann ich gleich. Ist das erste Mal nachher. Hier bin ich jetzt die Schwert rausgenommen. Und genau. Hier wollte ich nämlich. Hier habe ich nämlich den Picture Frame runtergenommen. Von Easy Gurke. Ich habe das auch hier benannt. Easy Gurke Bild. Das habe ich hier runtergenommen. Und hier habe ich mein neues, neuen Picture Frame, Leute. Nämlich hat ein werter Zuschauer. Und ich kann kurz nachschauen, wie der heißt. Der heißt Jojo13. Jojo13 hat er mich gemacht. Hat sie mir in Discord reingeschickt. Einfach mich mit so einer Explosion im Hintergrund. Und mit und mein Gesicht hier auf dem Ant-Man gefotoshoppt. Oder wer selber nicht, wie das gemacht hat. Aber richtig cool einfach. Na, hier ist Goli. Das gefällt dir, gell? Und genau, ist ein richtig cooles Bild. Und ja. Wie gesagt, das ist ein guter Job für saftiges Silvester Design. Und ja, Leute, ich bin schon dran am Apollo Design. Ja, es kommt vielleicht demnächst bald. Also seid gespannt. Und ja, nämlich wollte ich jetzt auch noch schauen. Zum ersten wollte ich jetzt mal schauen, ob ich hier. Ich hab den Holy. Nicht den Holy Bow. Wie heißt der Bow? Den Bogen. Den Great Bow. Ich habe nicht 20 Pfeile gehabt. Mir aufgefallen. Irgendwo da vorne in der Dings-Chest hier, in der Rüstungs-Chest. Und ja, das Ding ist, 20 Pfeile ist wirklich nicht viel für einen Bogen, ja. Er macht vielleicht mehr Damage, weil der macht Shots Fire. Okay, der schießt. Warte mal, ich kann mal testen hier. Was schießt der? Okay, schießt der hat einfach Flame hier drauf praktisch. Und dann kriegt er das nicht mehr. Egal, der hat praktisch Flame hier drauf. Und der andere, warte mal, was hat der andere? Request Great Arrows. Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht, das ist das Ding. Also beide liegen. Ne, warte mal, ist der war lila. Okay, das ist überlegen. Ich glaube, der macht safe mehr Damage, aber. Leute, ist egal jetzt, Jomai. Und ich wollte auch schauen, ob ich hier meinen Platz und Sort hier, mein 13 Damage Sort hier. Aber ich brauche Lapis. Ich verstehe es, das Enchanting-System wirklich noch nicht wirklich ganz. Genau, Fire Spec könnte noch raufgeben. Muss mal schauen, ob man hier irgendwie was enchanten kann. Weil es ist ein richtig komisches System. Ich habe es letztens schon mal versucht in einer Folge, aber. So. Okay, das kann man anscheinend nicht enchanten. Kann man den Bogen Lemonka enchanten? Oh, Lemonka kann man enchanten. Lemonka, Long. Okay, Leute, das heißt, ich. Irgendwie hat sich gerade das resettet. So, nämlich habe ich. Wie kann man. Warte, Right-Click to rotate. Ah, okay, Leute, warte mal. Das heißt, ich kann. Warte mal, so. So. Power 1. Wenn ich das jetzt hier dran mache. Power 1 am Breaking. Wenn ich das hier dran mache. Okay, es geht nicht mehr. Und das? Aber irgendwie gibt es auch andere Enchantments wahrscheinlich auch, oder? Power, okay. Weil ich jetzt, das ranmache. Okay, das ergibt nichts. Hey, warte mal, hier ist. Warte mal.
So, ich glaube, ich mache einfach mal das. Warte mal, Right-Click. Power Unbreaking 2, warte mal, Leute. Wenn man das dreht, kommen da andere Enchantments raus. Unbreaking 2, nee, sehe Unbreaking 2. Ich mache mal das drauf. Ich meine, why not, Jome? So, kann ich, eigentlich kann ich jetzt mit den Dings, wenn ich ganz gut bin, so. Geht das? Nee. Kann ich das Schwert drauf gehen? Ich glaube, bei Mod-Items geht das nicht. Kann ich es auf die Dings? Ja, da geht's, oder? Nee? Oder man muss es so? Nee, ist irgendwie buggt das. Alles klar, okay. Kann ich bei der auf kann ich irgendwas auf meine Spitzhacke raufgeben, ist die Frage. Weil Tobs hat irgendwas, irgendwie Dings gehabt. Dann kann ich Bücher draufgeben. Punch, 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 Luck of the Sea, Projector, blah, 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 blah. Unbreaking 3. Das ist so ein Dingsbuch. Geht das? Breaking 3? Umgekehrt? Nee. Ja, könnt mal in den Kommentaren schauen, wie das funktioniert oder so, weil mir bockt das. So. Egal. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir weiter. Power 1, das kann ich halt safe am Bogen drauf geben, oder? Power 1. Das ist wahrscheinlich von so einem Mod-Item. Ja, das ist. Okay. Dann gehe ich mal hier das drauf. Dann schießt jetzt eigentlich noch Flame Arrows? Ja, schießt er, nice. Okay, dann jetzt würde ich. Ich wollte jetzt eigentlich hier in die Mine gehen und davor wollte ich noch den Blood-Dings machen, weil. Den Blatt. Den, wann wäre es denn das? Punch 2, das kann ich auch noch aufgeben. Hier, Punch. Nämlich wollte ich jetzt in die Mine gehen und Rosit suchen. Für demnächst, weil der Dings braucht ja. Warte mal, wie viel Rosit brauche ich? Lapis Lazuli. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Rosit ich brauche. Lapis Lazuli. Wir haben gar kein Eisen mehr, gell? Wir müssen unbedingt jetzt mal meinen gehen. Und, genau, jetzt wollte ich mir noch Bloodstone craften, Junge. So, da brauche ich ein Rosit. Ein Rosit. Das heißt, ich brauche ein Rosit. Da brauche ich noch 6, nee, warte mal, 5 Rosit brauche ich jetzt noch genau. So, das heißt, so, weil ich habe ja voll der Leder gefarmt hier. So, jetzt habe ich nicht den Blood-Dings. Wie geht denn das? Ups. Jetzt habe ich den Schnitz platziert. Ich glaube, ich kann jetzt einfach auch use to clean up blood from left from. Okay. Das heißt, es sollte eigentlich funktionieren, denke ich. Leader. Leg ich auch mal hier rein. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich in die Mine gehen, Jomai. So, ich hoffe, mein Inventar ist nicht allzu voll. Das sollte schon passen. Genau, jetzt gehe ich mal in die gute alte Mine, jo, meh. Nämlich, warte mal, ist hier irgendwo Zeus? Ich glaube nicht. Ich glaube, Zeus ist hier wieder irgendwo. Keine Ahnung, ich glaube, Zeus ist hier in den Himmel, der Himmel. Jo, meh. Und ich habe hier überall solche, Fences platziert, also solche Zäune. Ich könnte mal schreiben, ob ihr das cool findet. Und ich habe das von Flo removed, ja, die Falle von Flo. Also, richtig cool. Und, genau, Leute, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, gell? Nehme ich euch da vorne. Was sind die für Dinger? Teile. Böse. Böse Viecher. Ist irgendwo Blut? Nee, ich mach das so. Ich habe hier so eine kleine Mine gebaut. Vielleicht haben wir mehr Glück mit so Rope und so. Also, hier kann man hochklettern. So richtig cool, weil hier war seit Anfang an schon eine Mine. Richtig cool, so. Nämlich haben wir Fackeln. Ja, wir haben Fackeln, okay. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was man mit den ganzen Coins macht. Also nicht mit die Coins, sondern mit den, bist du? Hallihallo, Hallöde. Mein Schwert macht richtig viel Damage, gell? Was ist hier abgedenkt? Leute, bist du für viel? Ein halber des Skelett? Hier ist Blut, alles klar. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ja! Ich habe voll. Okay, was jetzt? Was denn das voll ist? Steht 199 von 200. Alles klar. So, Leute, ich nehme das in die Second Hand. Whoops. Oder warte mal, kann ich mich irgendwie runtergraben? Hier muss doch irgendwo eine Mine weitergehen. Genau. Nicht, würde ich heute ansprechen, wie gesagt, die Fanarts. Jo, mei. Ich habe auch oben ein Fanart, hier schon fertig. Wie gesagt, könnt unbedingt auf meinen Community Discord vorbeischauen. Da rede ich, des Öfteren mit meinen Zuschauer hier. Es gibt Mining Bots. Da kann man praktisch so minen, mehr oder weniger. Und, und man kann Sachen farmen. Das ist praktisch so ein Minecraft-Bot, nur am Discord. Das ist richtig cool einfach. Es gibt auch Leute, die sind schon richtig OP in das Spiel. Und ja, und danach habe ich so ein RPG-Bot. Also falls ihr irgendwie World of Warcraft oder so kennt, ist so eine Art Bot. Also man muss einfach, ich bin hier in der Mine. Man muss einfach praktisch, ich glaube, ruft sich oder Explore zum Beispiel eingeben. Nachher Explore, man kann man nach 2 Stunden, kann man wieder Minus Explore machen. Und nachher bekommt man Items. Und wo bin ich hier gelandet? Weil ich jetzt mal wieder weg von der Offhand. Und hier ist so ein Tor, habt ihr gesagt. Ich verstehe es nicht ganz vom, mit dem Tor. Und wo ist jetzt Rosit? Wir brauchen nicht richtig viel Rosit. Wir haben auch richtig viel irgendwo da gelassen. Ihr habt doch geschrieben, ich habe richtig viel übersehen auch.
Wann wir vorige Folge? War ich ein Froschkill? Ist der Blut? Nee, okay, das war ein gutes Geräusch, Leute. So. Was bist du für ein Vieh? Oh nein, Leute. Die komischen Vieh kommen schon wieder. Was ist Vieh? Hä? Was bist du für ein Vieh? Ah, nicht wieder irgend so ein Vieh von hinten. Aber oh, es macht leider kein Damage. Was ist leider? Oh, das ist Goldie. Hi, hi Goldie. Leute, wie viele Dings sind hier? Kann ich das so aufsammeln? Ja, okay, ich hab's aufgesammelt. Ja, kill, 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 kill. Nice, nice, nice. Oh, oh. Ist irgendwas gedroppt hier? Oh, okay, was ist gedroppt? In Intervention und Control. Alles klar. Kann man das so wegdroppen? Und stimmt, wir können solche Viecher jetzt killen, gell? Ich nehme mal Eisen mit. Eisen, jo, meh. Ist gute alte Eisen. So, wir brauchen auch Kohle und so. Das ist voll schön. Das ist auch irgendein Teil. Arktik. Was bist du für ein Teil? Ich meine, das, der Dings ist ein Gott, oder? Wow, okay, ich will Zombies. Pass auf, Goldie. Oh nein, pass auf, Goldie. Leute, das ist ja Leute, da schießt irgendwelche Teile. Lol. So. Nice, okay. Was hat er gedroppt? Bitte irgendwas Gutes. Oh nein. Ah, ich hab's schon. Hä? Ist die spawned oder ist es verbockt? Egal. Nein, nein, hier ist es. Shell. Shell. Okay, was auch immer das für ein Schatten ist. Was bist du? Du bist, glaube ich, ein, Dings, denke ich. Okay, ein Amethyst. Was muss ich weg? Zuckerrohr brauche ich nicht wirklich. Okay. Was ist du, Wifi? Hallo? Ist auch gar gesehen, Goldie. Wie sind Vieh? Ich weiß nicht, Amethysten sind nicht so gut eigentlich, glaube ich, oder? Eine Rüstung vielleicht. Irgendwelche Viecher. Nice. Und dann Blazes. Blazes ist gar nicht gut. Oh no. Leute, essen, essen, essen. Blazes sind nie gut. Haben wir schon mal. So, haben wir schon mal, gemerkt. Ist das ein Teil? Hier da oben ist ein Blaze. Ein Blaze. So, und Bunch und weg bist du. Wow. Diese komische Feuerballe. Oh, was bist du für viel? Lol. Redstone. Redstone, alles klar. Oh, was bist du für viel, Geist? Hä? Alles klar, was für viel das bitte sind hier. Und was bist du? What? Hä, was ist das für ein. Vieh, alles klar. Was bist du? Wow, oh, ich sehe nichts. Oh nein, Goldie. Ich sehe nichts. Oh nein. Oh nein, ich bin blind, ich bin blind. Blindness, blindness. Oh nein, ich sehe nichts. Wo ist es? Okay, ich bin weggerannt. Okay, das Vieh ist böse. Oh nein, schon wieder so ein Typ. Nein, ich will das Skelett treffen. Nein, was für. Oh, ich sterbe, glaube ich. Oh, oh. So. So. Und ich hab geschrieben auch. Alles klar. Ich hab doch geschrieben, dass. Hier wieder aufsammeln. Mal, wie viel. Okay. You, Spirit Captured Ghost. Alles klar. Okay, da unten ist auch so viel. Was blind macht. Alles klar, okay. Ja, jetzt bist du. Oh, nein! Jetzt ist es teleportiert. Oh nein, Leute. Nein, wo bin ich? Leute. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ist hier nichts. Okay, ist tot, glaube ich. Oh, ich bin gerade auf den Dings drauf treten. Aber wo ist Rose Seed? Ihr könnt ich schauen, wo ist Rose Seed? Das heißt, schau mal. Hier ist Gold. Weiß ich, wie sieht Rosid Rosid aus? Ich denke irgendwie so Dings so rötlich oder so. Mal schauen, gibt es irgendwas? Irgendwas Rositiges. Hier ist ein Skelett, warte mal. Boom! Oh, nice, okay. Mal schauen, ob es irgendwo Rosid gibt. Rosid, der Redino. Ich brauche ein bisschen Eisen. Ich habe jetzt 12 Eisen. Muss ich ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich kann aber demnächst auch mal einen Livestream machen. Davon sind Deers. Aber ich denke, Deers sind gar nicht mehr. Was ist da oben? Ich denke, Deers sind gar nicht mehr so gut. Oh, da ist Rosid! Okay, Leute. Mission Rosid. Oh nein, irgendein Vieh schon wieder hinter mir. Mission Rosid. Aber was ist, Leute? Wenn man irgendwie so von so einem blinden Vieh. Wenn das kommt und. Ist es Rosid? Ja, ist Rosid, nice. Wenn so ein blindes Vieh, also so ein, nicht ein blindes Vieh. Vieh, was mich blind macht, kommt und einfach mich über. Warte mal, wie sind das? 7, 8? Wie viel Glück haben wir gerade? 8 Rosid. Okay, ich glaube, das reicht eigentlich, oder? Ich denke schon. Weil 5 brauchen wir, glaube ich, oder 6. 5 oder 6. Und wir haben 7, okay. Das heißt, es reicht vollkommen aus hier. Und das ist noch Amethyst. Wird wahrscheinlich einen Kommentar schreiben. Bitte nehmen Amethyst mit, aber Leute, ich glaube, das ist. Was bist du? Viel, oder? Ich habe gerade irgendwie den Dings dodged.
Ist noch Diamanten, das nehme ich noch mit. Ich wollte gerade fast Dings nehmen. Musik nehmen zum Bauen. Oh nein. Schmeiß ich weg. Summoner Spirit, brauche ich nicht. Okay, nice. Ich glaube, ich will es auch sagen. Dann gehe ich mal hoch hier. Und ja, was bist du? Redstone? Können wir für Level mitnehmen? Wir haben ja noch relativ viel Level. Genau, so. Alright, dann würde ich jetzt mal sagen, ich gehe mal hoch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier oben, zurück von meinen. Und ich glaube, ich schmelze jetzt erstmal das Eis Radio so. Bam. Und ein bisschen Diamanten. Hey! Oh nein, wer ist das? Konstantin? Warte mal. Mach die Tür auf. Hä? Was für eine Tür? Warte mal, steht der unten im Tower? Wo stehst du? Mach die Tür auf, Sekunde. Lass dich gleich kommen, werde ich weiter ins Mikrofon. Der steht da nicht. Dann steht der da vorne? Ich glaube, er kann nur da vorne schauen. Wenn sie nicht gleich kommen, werde ich weiter ins Megafon schreien. Ja, ich komme schon. Ja, warte. Als ob der Megafon hat. Ein Megafon. Hallo. Oh, doch, Tatsache. Hi. Was ist das für ein Megafon? Hi, Konstantin, denke ich. Guten Tag. Ich bin Officer. Konstantin. Von der den Götterwächtern. Und sie haben einen Fehler begangen. Warte, einen Fehler begangen? Was habe ich für einen Fehler begangen? Hä, wer ist Konstantin? Da du geklautes Geld ausgegeben hast? Hä? Geklautes Geld? Warte mal. Hat der Typ, der vor drei Folgen, glaube ich, bei mir eingekauft hat? Glaubt der hat irgendwie gestohlenes Geld oder so gehabt? Gib mir auf die Stelle all dein Geld. Warum? All dein Geld. Okay, warte mal, ich gebe ihm mal all mein Geld. So. Alles, was dir auf 2000 Dollar fehlt, werden dir in Chunks abgezogen. Okay, ich glaube, der meint's ernst. Okay, so. Ich glaube, das war alles. Mein ganzes Geld. Okay, oh nein. Das erste Mal wieder, dass meine Portemonnaie hier, leer ist. Okay, schau sich's an. Okay. Das ist kein gefälschtes Geld. Was hat er geschrieben? Dass du geklautes Geld ausgegeben hast. In Dings habe ich es ausgegeben. Okay, schau. Ich glaube, ich schaue es gerade an. Hier fallen 100er Dollar. 500 Dollar werden Tobs gegeben. Da er darunter leiden musste. Ich glaube, der meint es ernst. Ich glaube, der ist echt von der Götterwächterei. Wächter. 500 Dollar werden Tobs gegeben. Okay, das heißt, Tobs gegen Schadensgeld? Also, ob das geht. Konstantin. Officer kommt von den Götterwächtern. Alles klar, okay. Schaut, glaube ich, nochmal das Geld an. Alles klar. Es fehlen 800 Dollar. Okay. 800 Dollar? Also auf 2000. Ich hab 1250 circa gehabt. 8000 Dollar. 800 Dollar. Pro 20 Dollar. Pro 20 Dollar pro Chunk. Also 20 Dollar pro Chunk, okay. Also 40 Chunks. Okay, das heißt, 40 Chunks werden abgezogen. Warte mal. Zieht er wirklich die Chunks jetzt ab? Können auch reintreten, wenn sie wollen. Danke, das ganze fehlende Geld wird in Chunks abgezogen. Alles. Warte mal. Schönen Tag noch. Wird es wirklich in Chunks abgezogen? Was für Chunks? Okay, schönen Tag noch, alles klar. Oh, lol. Ist auch wie Zeus. Ich glaube, der ist auch so wie Zeus hochgegangen. Lol, alles klar. Oh mein Gott, alles klar. Jetzt die Frage: Was für Chunks werden abgezogen? Leute. Was war das unter dem Troll war und irgendwie ein Wächter von Tobs oder von Flo war und der jetzt mich gescammt hat. Mal schauen. Ist jetzt irgendein Chunks, werden Chunks abgezogen? Leute! Es wird wirklich ab. Leute! Was ist das für ein Typ? Noch nie von irgendeinem Konstantin. Warte mal, Los ich. Ach, Tatsache. Mal. Werden die abgezogen? Tatsache, es wird. Leute! Als ob das funktioniert. Ich mache nichts, Leute. Meine Maus ist hier. Ich mache nichts. Warte mal. Ich dachte. Aber der hat gesagt. Von den Götterwächtern. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie. Götterwächter. Und er hat auch irgendwie. Er ist auch Konstantin. Ja, Konstantin ist, glaube ich, auch so ein griechischer Name. Warte mal,
Hä, nein, wo wie wild? Warte mal, wie sind das? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich glaube, das sind wirklich 40. Als ob der das alles. Oh nein, Leute, der alles enclaimed. Oh nein. Warte. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie. Warte, ich glaube, wir müssen uns. Oh nein, der. Oh nein, mein Tower ist gerade noch geclaimed. Okay, Leute. Das Ding ist. Okay, Leute, Plan B. Was machen wir? Wir müssen irgendwie. Hi, Dings. Zero. Wir müssen irgendwie. Also Plan B. Schreibt jetzt, genau. Du, schreib jetzt in die Kommentare, was ein Plan B ist. Ich kann mir vielleicht Geld von Flo oder so leihen, weil Flo ist, glaube ich, der einzige Soziale. Weil ich will nicht, weil es ist eins, Zeit, Chance und man ist an meine Kisten, versteht ihr? Das ist $80, ja. Und Leute, also jetzt, zu Obst denken sie wahrscheinlich, ja, das ist seine Zeit zum Entclaimen und zum Stehlen. Aber Leute, okay, wir müssen Plan B machen, ja, Leute. Schnell, okay. Warte mal, ich habe jetzt $0, okay, Leute. Wir könnten eigentlich instant mal schauen, ob ich irgendeine Quest erledigen kann. Okay, Leute. Leute, ist ganz, ganz, ganz nicht gut. Level up, schalte neue Fähigkeit von raus, die frei. Weltreise, Schneebiom. Stille Dings, habe ich auch noch nicht. Jäger, töte 15 Goblins, habe ich auch noch nicht. Leute, Plan B, richte ein Nether-Portal und betrete die Unterwelt. Ich könnte ein Nether-Portal machen. Ich könnte vielleicht nächste Folge, ich habe irgendwo habe ich ja Dings gehabt. Obsidian, hier habe ich Obsidian. Ich kann mal ein Nether-Portal bauen. Und vielleicht nächste Folge hier in die Hölle gehen. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, das war's hier für die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich habe ja auch noch die Fans von Flo. Die Fans. Würde ich mal sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Ich schmelze noch schnell mein Rosita Ridino, so. Also schreibt unbedingt den heftigsten und besten Kommentar hier. Und genau, ich wollte jetzt noch was machen. So. Und 4. Genau. Mich hat hier, gibt es hier ein paar neue Fanarts, wollte ich noch schnell sagen. Von, das Fanart ist von, ich kann es kurz nachschauen, Leute. Die Fanart ist von. Das Fanart ist von, von. Wo ist es? Das Fanart ist von Skingo.m. Das heißt, ich schreibe das gleich hin. Skingo.em. Nämlich auch richtig cooles Fanart mit Easy, mit mir, mit dem Flo und mit dem Dobsch. Oh mein. So, ja, richtig cooles Fanart, wie gesagt. Skingo.em. Und genau, das wollte ich auch noch zeigen. Der andere habe ich gleich alles schon gesagt. Nämlich hat Unicorn 33445 ein Bild geschickt mit dem Franzl-Merch, wie sie den Franzl-Merch anhat. Jo, Mai. Dann würde ich jetzt auch sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like, aber schreibt einen richtigen, wirklich Leute, streng dich an. Schreibt einen coolen Kommentar, einen richtig coolen Kommentar. Den besten Plan B, den man überhaupt jetzt machen kann, dass ich schnell alle Chunks wieder reinkläme. Und keine Ahnung, ich habe Flo 250 Chunks. Ich kann mal Flo fragen, ob der vielleicht irgendwas hat. Wie gesagt, lasst ein Like, aber checkt, du hast da 30-Punkt-Job vorbei für echt coolen Merch, Leute. Wisst ihr, die ganzen Leute, zum Beispiel Unicorn 33445, glaube ich, kannst bestätigen, die hat auch ein Merch. Richtig cool und richtig saftig. Und richtig flauschig, ja. Die Pullover sind vor allem richtig flauschig, die Hoodies. Wie gesagt, du hast einen recht guten Job für saftiges Silvester-Design, jo mei. Und, Leute, schau dich mal an, sieht richtig cool aus, ja. Wie gesagt, du hast einen recht guten Job. Aktiviert die Glocke, lasst ein Like, aber da. Und, checkt unbedingt die vorige Folge aus, rechts unten bei mir. Lasst ein Abo. Alle, die noch nicht abonniert haben, abonniert unbedingt, weil 40%, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Stell dir rechts oben bei YouTube, wenn du mein Video schaust, jetzt ein YouTube-Account mit der E-Mail und einem Passwort. Und dann kannst du mich abonnieren, ja, und dann verpasst du keine Videos mehr. Und aktiviert die Glocke, abonniert mich unbedingt für mehr Apollo und lasst ein Like, aber da. Und ciao.